In der letzten Folge schlimme Level. Ich hoffe, es wird heute besser. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario 3D Land. Ich habe immer noch dasselbe T-Shirt wie vorher an. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Das ist eine klasse Kameraeinstellung. Das ist hochwertiges Gameplay, wie man es sich wünscht. Ja. Oh, das ist das Level. Das ist auch ganz cool. Eigentlich ist es simpel. Zack. Was machst du so doof wie ich dann? Wir bräuchten Feuer, um das aufzumachen. Dann könnten wir dann nach rechts gehen. Ist das nicht toll? Oh, wie ist das schön? Oh, wie ist das schön? Dreihunderter Ego habe ich. Oh yeah. Oh yeah. Lieber wird mir jetzt... Ey, der ist doch tot! Ich habe den doch getroffen! Das verstehe ich nicht, dass tote Enemies einen trotzdem Schaden machen. Und das Mario so komisch rennt. Und zwar müssen wir da Feuer machen. Zelda Dungeon, genau. Jetzt werden wir getroffen. Nein, welcher? Warum sollte man da runterhüpfen? Okay, es gibt keinen erdenklichen Grund. Ich treffe den nicht! Ich hab gedrückt. Oder ist sogar ein Dings? Nein, 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 eine Feuerblume! Ich hab sie aber eingebaut! Nein! Okay, Storm Unlock Achievement. Seit wann? Das war noch nie so schnell. Du slept. Okay, Lava muss ich sagen, leckt ein bisschen. Das heißt, ich muss bei Lava auf jeden Fall vorsichtig sein. Das ist hier. Ey, das ist unfair. Das ist so unfair. Ja, wir sind tot. Wie soll man das denn machen? Hey, uns fehlt die erste Starcoin. Wo soll denn die sein? Ich hätte jetzt gesagt, dass die letzte fehlt. Egal, wir sind im Ziel. Das ist erstmal das Wichtigste. Hier müssen wir 40 vorweisen. Wir haben 73, also 33 mehr, als wir hätten nötig haben müssen. Also schalten wir doch dieses schöne Level. Genau das versteht man unter einem schönen Level. Das sieht schon so unmachbar aus. Mal wieder ein weißes T-Shirt. Bei dem weißen T-Shirt fällt mir auf, dass das Flecken hat. Das ist aber nicht so schlimm. Weil halbe Zimmer kaputt machen. So. Ich hoffe, das sieht jetzt besser aus. Oh Gott, jetzt sieht das weiße. Das weiß sieht ja ganz schön aus. Vor allem ist es so ein riesen T-Shirt. Ja, so sieht das wieder viel besser aus.
hoffe, ihr musstet nicht allzu lange warten. Ich werde das wahrscheinlich rausschneiden. Ja, so muss das. So sehe ich aus. Gut. Ich will nicht. Wir machen die Folge so lang, bis wir das Level geschafft haben. Mindestens. Wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir doch das nächste. Ja, du. Nee. Nintendo kommt auf euer Leben klar. Geh weg. Geh weg. Gib mir den Pilz. Safe. Okay, jetzt muss ich hier umgucken kurz. So. Ah, okay, die gehen beide. Ich dachte, ich müsste jetzt beide erstmal activaten. Aber bis jetzt sieht das Ganze ja noch makeable aus. Und bis jetzt kam aber auch noch keine Star-Coin und ich mache mir Sorgen, dass es ein ultra langes Level wird. Stirb! Okay. Uah. Geh weg! Wie gnädig! Oh, hier ist was. So schön und bringt ja nichts, gell? Mario Odyssey Vibes! Das ist ein tolles Spiel. Ist es das verbesserte? Ja, das ist schon das, was die Kurve drin gibt. Das war die, wo ich Angst hatte, dass wir am Stern vorbeihüpfen. Am Stern an der Star-Coin. Okay, ist doch mal Stern gesagt. Und das wird jetzt mein Untergang. Aber wir haben immerhin alles da, könntest du den Stand jetzt geben kann. Wie auch immer. Hä, was soll denn der denn schwer sein? Oh, ich weiß, was daran schwer sein soll. Ich weiß, was daran schwer sein soll. Dass man die Plattform noch bekommt. Bockig. Vor allem, wenn der Checkpoint hier hinten ist. Allen Dingen, die erste Starcoin ist halt legit nach dem Checkpoint. Und das ist überhaupt nicht triggert, wenn man bis zu dem Zeitpunkt keine, achso, Starcoin hat. Dann ist das auch überhaupt nicht frustrierend oder so. Also vorausschauend denken. Hab ich was gesagt? Habt ihr was gehört? Nee, gell? Oh Gott, ich muss es auch noch einholen können, gell? Ich habe alle drei Starcoins. Bring mich einfach zum Ziel und lass mich in Ruhe. Da ist das Ziel. Es ist nur noch eine Todesplattform entfernt. Bitte stirb! Nicht! Uhuhuhu. Okay, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das T-Shirt ist zu viel. Muss ich ein Stück unterziehen. So. So, gut. Okay. Haben wir noch Zeit für dieses One-Wolf-Level? Okay, das ist. Okay. Das sind große Maulwürfe. Das sind Riesenmaulwürfe! Was ist das denn? Das ist größer als so eine Röhre! Starten wir auf jeden Fall direkt rein. Freut euch. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr das auch gerne positiv. Oh, die brauchen zwei Hits eigentlich. Nimmt es sich als Maulwurf? Heißen die Dinger eigentlich auch. Oh, das ist wie in so einem Ameisenhügel.
Suche und finde. Ja, nee, ich bleib jetzt schon hier unten, weil da habe ich das Dark Körper gesehen. Ich kann ja immer noch zurück, wenn das nicht. Wie, also. Erste Frage, wie? Zweite Frage, wieder hoch? Dritte Frage. Ja, also, ich komme da doch nicht durch, hallo? Werner lässt mich auch nicht. Ach so, man soll da hoch, hier hoch. Ja, und dann hier geduckt rein. Erstes da. Ich wusste, dass ich was verpasst habe, aber. Oh nee, ich komme nicht mehr zurück, oder was? Ohne Gegentreffer. Geh weg! Da oben, ich habe sie gesehen. Aber wie kommt man da hoch? Hier? Hier, hier, wie komme ich da hoch? Da ist ein unsichtbarer Block, der ultra fies platziert ist, aber okay. Die erste Star-Coin ist in unserem Besitz. Genauso wie die zweite. Und du sollst da jetzt weiterlaufen, Mario. Durch diesen Ameisenhaufen. Wie auch immer man das jetzt nennt, Fachbegriff. Okay, Checkpoint haben wir. Dann würde ich sagen, runter zum Maulwurfkönig. Doch, also das ist ja wohl mega auffällig hier. Geh weg! Was? Nee, also das sehe ich jetzt nicht. Also das ist komplett random. Daraufhin erstmal was von dem schönen, teuren Wasser. Wir waren jetzt im Netto und da kam durch so eine Soundanlage, ja. Wasser, Vulkangestein, 100% recycelt. Und ich wurde sofort dazu veranlasst, Volvic-Wasser zu kaufen. Ich hatte voll den Drang, das zu kaufen. Das schmeckt eisenhaltig. Empfehle ich. Ist aber überteuert, also. Mir reicht das jetzt auch, dass ich das einmal habe, ja. Ach stimmt, wir müssen ja noch ihn hier killen. Jetzt. Wie ein normaler Mensch da langrennen. Hä? Was? Das ist noch eine ganze Stage hier hinten? Ey, wie die da auch rausdroppen. Echt, das ist nicht mehr normal. Hallo, ich bin der da. Guck mal, jetzt siehst du schlauer aus. Du auch. Du. Jetzt alles. Oh, hier können wir noch Zeit rausgetten. Ich glaube, das lohnt sich. Oh, mach doch nicht den. Du kannst in dem Spiel nicht dashen. Oh nein. Das war so klar. Nee, geh weg. Ans Ziel. Safe. Das ist T-Shirt nicht richtig. So. Also das Spiel macht ultra mega obermäßig Spaß. Es ist richtig, richtig cool. Ich empfehle es euch allen. Wenn euch die Folge gefallen hat, also wenn sie euch gefällt, wenn ich euch gefalle, könnt ihr das Video hier unten gerne liken. Abonnieren müsst ihr nicht unbedingt. Ich habe schon 50, das sind 50 zu viele. Bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich zu dem Standpunkt, zu dem das Video rauskommt, habe ich schon wieder mehr. Wetten? Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Leute.